Liebe Leute, willkommen zurück zu The Council. Wir haben uns hier in Emilys Zimmer geschlichen und herausgefunden, dass sie ja eine enge Verbindung zu den Pits hat. Also das ist hier Pit der Ältere. Wo ist jetzt der? Hängt von dem Jüngeren, hängt hier glaube ich auch noch irgendwo ein Bild oder war da nur der da drüben? Nee. War da nur der Brief da? Ich glaube, da war nur der Brief da. Das ist ja auch seltsam. Hängt ein Bild von Queen Charlotte und King George da vorne. Waisenkinder. Alles ein bisschen seltsam. Ein Dankesbrief von William Pitt dem Älteren. Dass sie, Emily sich scheinbar um ihren Sohn, seinen Sohn vielmehr, Pitt den Jüngeren kümmert. Und irgendwelche Bedürfnisse von ihm, stillt. Also ich, ja, naja, das klingt alles ein bisschen sehr seltsam. Sagen wir es mal so. Anrüchig. Ja, sie hat auch nichts davon mitgekriegt, dass wir darum gespiefelt sind. Sir, I understand your eagerness, but the pressure on my family complicates the task. Relax, my friend. Your relatives will soon be safe. So what I saw in my vision really did happen. Well, I hope I haven't missed anything important. I thank you so much. Don't mention it. Now that's settled, let us speak about your support. Yes. You mentioned earlier some assistance from the Golden Order? Absolutely. I have concluded an agreement with their leader, Lady Sarah Faustine du Richet. Another case that Mother didn't tell me about. The funds from the Order will finance the building of a foundry in Tuscany. You will soon be able to count on 100 or more cannons for your future campaigns. I was not expecting so much help from you. When can I meet this de Richet? Well, unfortunately, something has cropped up. De Richet has disappeared. Disappeared? What, here? Yes, but the staff are redoubling efforts to find her, I assure you. So the agreement, is it on or off? It is on. Her right-hand man has just arrived here to help us find her. And it is none other than her son, Louis Maurras de Richet. I wager he will ensure his mother's commitments are met. Louis. Not an easy name to live with in these times. Of course. But from now on, you will deal with him. This man, it can only be Mortimer. Very well. I will seek him out. Merde. Epic slow-mo. A close call. When you see Louis, speak to him about the amount of our agreement. And how much exactly are we talking about? 20,000 louis d'or, a sum that will enable you to easily win your next conquests. My friend, an unparalleled destiny awaits you in France. That is very flattering. However, is 20,000 louis d'or enough to purchase so many cannons? In this case, yes. Madame de Richet and I have negotiated a very good price. Very well. You can count on me to talk with her son. Perfect. Remember that great things can be achieved with him on your side. Of course. Anything else? Not for now. Try to get some rest. The next few days are likely to be tiring. Then, sir, I bid you a good evening. Good evening, my friend. It's time to leave. Kanonen also. Louis? Emily? I can explain. Perhaps, but remains.
Okay, Louis ist also wieder durch Emilys Zimmer zurück. Diesmal hat sie ihn gehört. Aus der Fassung. Jemand hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr Konzentrationspunkte als normal. Nimm Goldelixier ein, um dich zu heilen. Still. But first, you could perhaps remove the blade from my throat? You have 10 seconds to explain your presence here. Versuchen zu beruhigen, da fehlt uns die Manipulation, höflich entschuldigen, Etikette können wir nicht, wir sind völlig unschuldig. I'm not here for you. What are you doing in my room? First of all, let's keep calm. My being here is just a coincidence. Anyway, I seriously doubt what I'm doing in your room is really the question that interests you. Now is it? Clever boy. So answer the question that does interest me. What were you really doing on the balcony? Seeing the window open, I feared someone had entered your room. With what I'd heard next door, I'd every reason to believe that your life was in danger. I am a grown woman, but how kind of you to worry about me. Now that I'm safe and sound, tell me more. Has this anything to do with the Order? Oh, yes. Washington informed me you were part of the Order. You too? You're part of this too? Yes. Now answer. Do these events concern me? Do they involve the Golden Order? I overheard a conversation between a French soldier and some other individual. And what were they talking about? It seems Mother is involved. Something about a military campaign. Apparently my mother validated an order of cannons to help this man. Really? Since when does the Order finance wars? As far as I know, since never. Did they give any details? A date? What they were for? Nothing at all. Did you know anything about this? No, but I won't forget. Thank you. All right, Louis. I might have overreacted a bit. Please do excuse me, but next time, please try knocking on my door. I'd be delighted to open it for you. Oh, well, I'll remember in that case. Good night, Emily. Good night, Louis. Naja. Okay, dem hätte man entgehen können, wenn Louis über Perus Raum gegangen wäre. Vermutlich. Vielleicht wäre Peru in der Zwischenzeit auch wieder aufgetaucht. Wer weiß das schon. Geh wieder ins Bett. Ja, wir haben ein paar Dinge rausgefunden, ne? Also, wir haben rausgefunden, dass Emily eine Schwäche für Psychologie hat. Und dann haben wir noch Punkte erhalten. Überzeugung, glaube ich. Und ach so, wir haben Ehrlichkeit oder irgendwas bekommen. Ist das bei den Talenten oder bei den Eigenschaften? Das ist bei den Eigenschaften. Ehrlich, du erhältst einen Punkt in Ablenkung. Ha. Okay. Entscheidungsfreudig steht auch bald an. Ha, sehr interessant. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal wieder zurück ins Bettchen wandern. Achso. Manuel? Manuel! Oh. Your Eminence, what are you doing here? I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you. Give me one second, please. Dann können wir ihn ja jetzt danach öffnen.
I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Vielleicht stand nichts drauf. Naja, aber warum? Ja, gut. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Na gut. Dann wollen wir mal wieder in die Koje kriechen. I'm exhausted. I better go to bed. Ja, irgendwie sind ja... I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Sind ja alle hier nachtaktiv, wie es scheint. Emily nicht ganz so sehr, aber die anderen alle wuseln hier rum. Aha, Kapitel 2 der Episode 1. Ich bin durch Lady Hillsboroughs Zimmer gegangen. Ich habe die Männer in meiner Vision bespitzelt. Ich habe sie von meiner Unschuld überzeugt. Ich habe Piaggi den Brief gezeigt mit dem intakten Siegel. Nichts ist gescheitert scheinbar. Ich hätte Washington helfen können. Ja, ich hätte eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern können. Ach so, das... Hä? Bezieht sich das jetzt auf Emily? Indem wir durch... Also, weil dieser Zusammenstoß wäre ja nicht wahrscheinlich zustande gekommen, wenn wir durch Perus Zimmer gegangen wären. Ich hätte etwas über die Vergangenheit meiner Mutter herausfinden können. Ach ja? Spannend. Wäre das in dem Dialog mit Emily gewesen oder wäre das in der Auseinandersetzung, also wenn man sich Napoleon gezeigt hätte am Fenster, wäre da was herausgekommen? Hätte man dann Mortimer schon kennengelernt? Ich weiß es nicht. Vier weitere Punkte, die investiert werden können. Ach, das Blaue kommt von dem Buch, ne? Das Blaue kommt von dem Buch. Also. Ich könnte Psychologie auf die nächste Stufe bringen mit einem Punkt. Ich glaube, das machen wir mal. Könnte ich Manipulation ebenfalls auf Stufe 1 bringen? Sprachen, ja, Sprachen wäre natürlich ganz cool. Ich weiß auch nicht, ab wann das eigentlich relevant wird, dann sozusagen die nächsthöhere Stufe zu haben. Also sollte man sich fokussieren auf bestimmte Bereiche oder sollte man möglichst breit streuen und dafür dann aber auf einem geringen Level bleiben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Logik. Nee. 3 Punkte. Manipulation, ich weiß nicht. Weil das natürlich von der Anfangssequenz her schon... Es würde zum Charakter passen. Nehmen wir mal da mal die Stufe 1. So, und jetzt... Ablenkung. Überzeugung. Ach so, wie ist denn das, wenn ich das Buch jetzt behalte? Würde das dann einen zweiten Punkt dazu geben am Ende des Kapitels jetzt? Würde das bedeuten, es reicht, wenn ich einen Punkt hier rein investiere und dann habe ich hinterher 3 voll? Spezialisieren ist wahrscheinlich besser, ja, wahrscheinlich, ne? Gerade bräuchtest du noch mehr Punkte in manchen Bereichen, um sie überhaupt machen zu können. Ja. Das weiß ich nicht, wie das mit den Büchern funktioniert. Also kann ich dasselbe Buch immer wieder weiterlesen? Also weil das ja blau hier hervorgehoben ist. Oder geht das jetzt dann verloren, wenn ich das Buch nicht mehr lese? Also ein anderes Manuskript lese? Ich weiß es nicht.
Dann packe ich die letzten zwei in die Überzeugung rein, würde ich sagen. Oh wow, 11 Punkte braucht man für Stufe 3. Guckt euch das mal an. Okay. Aber gehen wir auf Überzeugung. Erstmal nur einen reinmachen und dann schauen, ob es so funktioniert. Das wäre natürlich auch eine Idee. Machen wir das so. Dann haben wir halt nichts, was ich mit einem Punkt jetzt noch fertig freischalten könnte. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Vielleicht können wir mit irgendwas schon mal sinnvoll anfangen. Oder weitermachen. Etikette. Machen wir mal Wissenschaft. Bestätigen. All right. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Ja. Jetzt ist die große Frage, ne? Oder ist das jetzt hier schon abgehakt? Ah, das scheint abgehakt zu sein. Okay, verstehe. Verstehe. Punkt in Sprachen, Punkt in Psychologie, Punkt in Etikette. Ach, der Polizeibericht. Punkte in Befragung. Eine Sammlung von Notizen und Beobachtungen, aufgezeichnet zu Händen des Generalleutnants der Polizei von Frankreich. Unveröffentlicht, unbekannter Verfasser. Machen wir das vielleicht mal. Okay, also das scheint dann immer nur einen einzigen Punkt zu bringen. Na gut. Ergibt irgendwie auch Sinn. So, es sollen Hinweise hier liegen, möglicherweise. I haven't even had time to unpack my cases. Wahnsinn, ne? Das passiert, wenn man sich die ganze Nacht rumtreibt. Writing material. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Na, wer kennt's nicht, die Geheimschrift mit Zitronensäure. Nothing. Ja, ich glaube, auf den Balkon soll man auch noch gehen. Hier haben wir immer noch nicht den Schlüssel dafür. Inferno by Dante. Ja, das haben wir schon gesehen. Abandon hope, all ye who enter. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Schaut mal da. Geheimtür. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Das geht mir ähnlich, Louis. Das geht mir ähnlich. Okay, und für die Schatulle hatten wir den Schlüssel auch nicht, oder? There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Ach, den haben wir doch. Ach ja, das ist der nur den Kreis hat. Ja, ja. There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. I should probably take it. Congratulationes.
Du hast 4 Bernsteinstücke eingesammelt. Deine maximale Konzentration steigt um einen Punkt. Hervorragend. Liebe Leute, und das ist der Punkt, an dem wir die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Euer Jan.